Willkommen zurück zu The Legend of Zelda. A Link. Aua, to the past. Wir machen jetzt folgendes. Wir gehen jetzt mal von hier oben zum. Aua. Ach komm, ich krieg schon wieder so viel Schaden, ne? Stirb endlich! Und gib mir dein Geld. So. Wir gehen jetzt mal von hier oben zum. Da ist eine Steinbrücke, okay. Ach, hier geht's jetzt zum Ostpalast, ne? Und die, die das Spiel kennen. Foxy, du musst nach unten. Ja, ich weiß. Und hier kann ich immer noch nicht hin. Und genau da will ich rein. Das ist so wichtig, Leute. Das ist so... Oh. Ich hab nichts gesehen. Au. Au, jetzt geh weg. So. Komm erstmal hier lang. Da ist auch was. So, von hier sehen wir auch noch nichts. Aber wir können hier über den Baumstamm rüber. Oh. Sport ist wirklich gut für die... Ist wichtig für die Gesundheit. Und weißt du, was noch wichtiger ist? Dehnen, dehnen, dehnen. Du siehst aus, als wenn du viel auf Achse wärst. Soll ich dir ein paar Tipps zum Dehnen geben? Hm, nein, sag bloß, du bist auch hier, weil du dich fragst, was es mit diesem Haus da auf sich hat. Welches Haus? Mach die Augen auf. Hier gibt es ja wohl nur eines, das man sieht, wenn man sich mit dem Steuerkreuz umschaut. Das Haus da. Das ist das Haus des Windes, Leute. Und da müssen wir hin. So. Aber wie? Aber wie? Aber wie? Jetzt weiß ich's wieder. Wir müssen jetzt erstmal zur Hexe und können uns noch eine Flasche holen. Hörst du bitte auf Feuer, mich auf mit Feuer zu beschießen? Danke. Au. Du hast mich gedodged. Sau. Ich gehe dann mal wieder. So, nach da oben. Da ist ein... Ups. Okay. Erstmal hier alles rasieren. Und... Wupp. Und jetzt bloß nicht aus Versehen die Dinger da hauen, sonst kriegen wir einen elektrischen Schlag. Eieieiei. Ein neuer Wetterhahn wurde auf der Karte eingetragen. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, klar. Wer will bitte schön nicht speichern? Speichern abgeschlossen. Ja. Okay. Wer bist du denn? Der Steg ist eingestürzt. Eben ist hier ein Typ vorbeigesaust. Der ist einfach rübergesprungen. Aber ich traue mich nicht. Jetzt muss ich wohl doch den ganzen Weg zur Höhle der Zoras schwimmen. Was? Du bist nicht Schwimmer? Ich auch. Das heißt, wir kommen beide nicht mehr zur Höhle der Zoras. Doch, ich komme dahin. Keine Sorge. Gehen jetzt erstmal hier rüber. Ein Zora, der nicht Schwimmer ist. Hallo? Möchtest du etwas? Hallo. Hihi, nicht so förmlich. Ich bin nur eine einfache alte Hexe. Du willst sicher einen meiner ganz besonderen Tränke? Hihihi. Nein. Kriege ich von dir nicht eine Flasche? Ich dachte eigentlich, ich kriege eine Flasche von dir. Hm. Bye bye. So. Habe ich das gerade richtig gesehen? Das ist ja wirklich meine ganz besondere Fähigkeit. Ja, du hast richtig gesehen. Guck mal, ich kann in Wände rein. Wer kann das schon von sich behaupten? Außer Link. So. Au. Was wir jetzt machen können, ist das da. Wir können mal kurz hier rein. Und hier rüber. Und bemerken, dass es hier nichts gibt. Oh, in den Gegner reinspringen ist immer gut. Aber was wir machen können, ist das hier. Wir müssen immer so ein bisschen dreidimensional denken. Naja, eigentlich ja zweidimensional, weil... Es ist ja in der Wand drin und so. Und holen uns den Zwacken da. Und schon können wir weitergehen. Stirb, stirb. Stirb, stirb. Stirb, Schild! So. Oh, der Zora-Wasserfall. Wunderhübsch. Okay. So.
Der tut nicht gut. Oh, pass doch auf. Sag mal, bist du nicht der Bengel, der mich im Dorf immer so anstarrt? Was hast du denn hier zu suchen? Aus dem Weg. Königin, zu Hilfe. Ich komme, ich komme. Was sollen wir nur tun? Die Königin! Ich mag ihre Geräusche. Schlimm, schlimm. Das Geheimnis der Schönheit ihrer Majestät wurde gestohlen, der Schmeichelstein. Ohne den Schmeichelstein ist der Wellness-Effekt der Zora-Quelle perdu. Perdu. Euer Majestät. Sie ist eskaliert. Ihr Umfang hat sich vervielfacht. Sie steckt in der Quelle fest. Ich stecke fest. Oren, die Königin steckt in der Quelle fest. Ja. Ich vermisse jetzt schon ihre Geräusche. Die waren toll. So, was wir jetzt machen können, ist folgendes. Ich glaube, von hier aus geht's am schnellsten hin. Sag mal, bist du vielleicht bei etwas unsicher? Wenn du unsicher bist, was du tun sollst, weiß vielleicht der Wahrsager im Wald einen Rat. Ja, mal schauen, ne? Irgendwann frage ich den dann auch mal. Irene. Irene. Ich bin doof. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich verspreche mich doch eh immer nur. Okay. Und den tu nicht gut. Den haben wir hier. Aber sobald wir ihn ansprechen wollen... die Visage kenne ich doch. Du hast mich vor der Höhle der Soras fies von der Seite angerempelt. Und dann ist er weg. Dann rennt er einfach. Und dann gehen wir mal kurz raus und rein. Und wir müssten ihn eigentlich einfach mal erschrecken. Und zwar von hinten. Wer da? Du, wo bist du denn hergekommen? Gib mir den Schmeichelstein. Was? Ich wusste nicht, dass sie ohne den Stein nicht auskommen. Ich hatte davon gehört, dass dieser Stein unglaublich wertvoll ist. Es tut mir leid, aber ich habe ihn schon verkauft. An ihn da, siehst du? Ihn da. Das Geld habe ich schon wieder alles ausgegeben. Tut mir leid. Ich will mich ja besser an sowas nicht mehr machen, aber... Diese Stiefel sind an allem schuld. Mit denen bin ich so schnell, dass ich immer davon komme. Weißt du was? In deinen Händen sind sie sicher besser aufgehoben. Ich meine an deinen Füßen. Ja! Die Pegasus-Stiefel. Ja! So. Hallo, werter Kunde. Ich habe ganz tolles reinbekommen. Lass dir das nicht entgehen. Ja. Ich werde mir jetzt den Schmeichelstern holen. Na, was hältst du davon? Toller Stein, was? Äußerst glatte Oberfläche. Heute nur 200 Rubine. Na gut, morgen wahrscheinlich auch. Stolzer Preis. Finger weg, wenn du nichts kaufen willst. Ja, gut. Danke, sag ich mal. Komm bald wieder. Ich werde so ab und zu mal... Hab ich hier eigentlich... Guck mal, ich habe den Wetterhahn noch gar nicht aktiviert. Wir hätten uns auch direkt nach Kakariko porten können. Aber den wichtigsten Wetterhahn... des Spiels habe ich einfach mal übersehen. So, und an der Stelle können wir uns einfach mal wieder da hoch zum Magieshop porten. Ich weiß ja nicht, dafür, dass du mir Glück bringen sollst, passiert nicht besonders viel. Bist das wirklich du, den der Wahrsager mit Grün gemeint hat? Naja, ist zumindest ganz lustig, mit dir zu reden. Danke, Irene. Danke fürs Absetzen. Bis dann. Au revoir. Arrivederci. Ciao. Bye bye. Wir sehen uns. Spätestens dann, wenn ich mal wieder da unten links auf die... Eigentlich unten rechts, ne?
auf die Glocke klicke. Für mich ist es halt unten links, weil, naja, es ist der zweite Bildschirm unten links. Der untere Bildschirm unten links quasi. Da-da-da-da-da, ratatatatam, ratatatatam-tatam. Au. Ich glaube, wir gehen erst im nächsten Part zum Haus des Windes. Da-dam-dam, denn wir gehen jetzt erstmal hier rein. Bei A Link to the Past war das viel ausgedehnter. Das, ist das jetzt der Schmeichelstein? Die Quelle, wirf ihn in die Quelle. Würdest du bitte den Schmeichelstein in die Quelle werfen? Nein! Bitte verhöhne uns nicht. Okay, dann gehen wir nochmal raus und nochmal rein. Bitte verhöhne uns nicht. Nein, wir gehen nochmal raus. Und gehen nochmal rein, komm. Wir wollen ja mal nicht so sein. So. Die Quelle, würfeln in die Quelle. Ja, gerne. Ich wollte euch nur trollen. Euer Majestät, sie sieht wieder aus wie vorher. Bist du es, der mir geholfen hat? Dank dir können wir diesen kleinen Vorfall schnell vergessen. Ich bin Oren, die Königin der Zoras. So peinlich es mir ist, ohne den Schmeichelstein kann ich nicht leben. Ich bin dir sehr dankbar. Bitte nimm das hier. So, und damit haben wir die Zora-Flossen und können jetzt schwimmen. So. Aber etwas aufpassen musst du trotzdem noch. Ich sage meinen Leuten immer, sie sollen nett zu Menschen sein, aber es gibt ein paar ewig streitige... Ja, das sind die, die auf uns schießen. Leute, und jetzt können wir schwimmen. Pass auf. Blub. Und auf A können wir dann tauchen. Und uns einfach mal diese Rubine holen. Aber jetzt können wir zum Beispiel auch mal hier rein. Und uns dieses Herzteil holen. So. Vielleicht schaffe ich es noch, zwei Herzteile zu holen, bevor wir in das Haus des Windes gehen. Ich glaube es aber eher nicht. Blub. Ich will eigentlich schneller schwimmen, ne? Schneller schwimmen können wir so. Hier brauchen wir Bomben. So, weiter, weiter, weiter. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. So, und jetzt, wo wir hier oben stehen, können wir einmal kurz das Glöckchen drücken. Mal kurz zu unserem Haus gehen. Manchmal wäre etwas Dankbarkeit schon nett. Schließlich muss ich mich auch noch um andere Dinge kümmern. Aber wenn du so sehr in Eile bist, los geht's! Oh, ja, jetzt hängt da nämlich auch ein Schild, ne? Jetzt hängt da nämlich auch ein Schild. Oh, hallo. Kleiner Held, es gibt grandiose Neuigkeiten. Ich habe noch immer kein eigenes Haus gefunden. Deshalb habe ich dein Haus mal etwas umgeräumt. Taugt auch als Ladengeschäft, oder? Aber das ist mein Haus. Ach, wirklich? Ich hoffe, du bist jetzt nicht sauer. Aber meine Leihgabe war dir sicher eine große Hilfe, oder? Du solltest wissen, ich habe noch viele weitere nützliche Waren auf Lager. Und das Herz hinten dran. Oh, ist das niedlich. Ich frage mich wirklich, ob du auf deinen Abenteuern ohne meine Sachen auskommen kannst. Ein Pakt, um dir die ganze Angelegenheit leichter verdaulich zu machen. Du leihst mir dein Haus, ich leihe dir praktische Ausrüstung. Eine Hand wäscht die andere. Gut, dann sind wir uns einig. Und tu nicht so, als würde dir das viel ausmachen. Du bist doch sowieso fast nie zu Hause. Dann fasse ich mal kurz mein neues Geschäftsmodell zusammen. Ich verleihe Ausrüstung, die dir auf deinen Abenteuern hilft. Du kannst die geliehenen Sachen so lange behalten, wie du willst. Außer du wirst im Kampf besiegt. In dem Fall sammelt mein kleiner Weißling die Ausrüstung wieder ein. Er ist schon süß. Dazu musst du einfach nur umkippen und reglos da liegen bleiben. Den Rest übernehmen wir. Außer dem Bogen habe ich noch viele weitere attraktive Angebote. Wenn dich etwas interessiert, stelle ich davor und drücke A. Und wir werden jetzt Folgendes machen, Leute. Ich bin mir super
super sicher, dass wir nicht sterben werden. Nicht einmal in diesem Spiel. Ich habe das schon mal geschafft. Ich bin mir super sicher, dass wir das schaffen. Deswegen nehmen wir mit die Bomben. Interessiert sich für Bomben? Die Leihgebühr kostet 50 Rubine. Du hast die Bomben ausgeliehen. Versuche, auffällige Stellen zu sprengen. So. Aber mach die Bomben nicht kaputt, hörst du? Du interessierst dich für den Tornadostab? Das ist meine Empfehlung des Tages. Die Leihgebühr beträgt 20 Rubine. Ja, die holen wir uns auch. So, aber mach den Tornadostab nicht kaputt, hörst du? Den brauchen wir so vor allem. So, dann holen wir uns den Hookshot, den Enterhaken. Die Leihgebühr beträgt 50 Rubine. Ja. Aber mach den Enterhaken nicht kaputt, hörst du? So, jetzt holen wir uns den Eisstab. Und die Leihgebühr hier beträgt 100 Rubine. So, aber mach den Eisstab nicht kaputt, hörst du? Dann holen wir uns den Feuerstab, da beträgt die Leihgebühr auch 100 Rubine. Ich brauche euch das jetzt nicht jedes Mal vorzulesen, dass er sagt, mach ihn nicht kaputt, hörst du? Du interessierst dich für den Bumerang, Leihgebühr 50 Rubine. Ja, bitte. So. Und dann holen wir uns noch den Hammer. Und Leihen. So. Aber mach den Hammer nicht kaputt, hörst du? Ich hätte jetzt auch tatsächlich einfach ein bisschen was anderes auswählen können. So, ich brauche mal die Bomben und den Tornadostab. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja, du brauchst ja auch Geld, du musst ja Miete zahlen bei mir. So, jetzt können wir erstmal Folgendes machen. Wir gehen noch zum Haus des Windes, keine Sorge. Aber erstmal gehen wir nach hier unten. Moment mal, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch eigentlich hier direkt sprengen, ne? Ist ja Blödsinn. Reicht das schon? Ja. Das reicht schon. So. Eine Feenquelle. Da könnten wir uns auch Feen holen. Ich habe übrigens, ich möchte es an der Stelle sagen, ich habe nicht gesagt, dass wir kein einziges Mal sterben werden. Ich sagte, wir kriegen keinen einzigen Game Over. Das ist ein Unterschied tatsächlich. Und zwar ein gewaltiger. So, was haben wir hier? Dumm, 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 dumm. Stirb. Stirb. So, wenn wir solche Steine finden, einfach immer mal dagegen hauen. Bis nichts mehr rauskommt. Stirb, stirb. Wie, du hältst zwei Schläge aus? So. Hier können wir nach Rubinen tauchen. Wollen wir jetzt aber nicht. So, das sind diese Rätselhöhlen, die es hier überall in Hyrule verteilt gibt. Oh, yes. So, und damit haben wir schon drei Herzteile. Dum, 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 dum. Din, din, din. Din, 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 din. Und diese Rubinsteine sind übrigens immer random. Also es gibt keinen festen Ort quasi. Okay. Dann gehen wir jetzt mal weiter zur Mutti. Zu was? Zur Mutti, Leute. Die nicht hier war. Sondern da oben. Pass mal auf. Erstmal will ich hier den das Hühnchen hier aktivieren. Und speichern. Speichern abgeschlossen. Wie wär's mit einer Pause? Nee, jetzt nicht. Okay. Als nächstes will ich einmal aus dem Wasser raus. Da? Komme ich da dahin, wo ich hin will? Ich bezweifle es gerade. So. Ich will zur Mutti. Ach ja, das macht übrigens der Tornadostab. Und dass wir den Tornadostab im Haus des Windes benötigen,
Das sollte eigentlich klar sein, ne? So, hier unten ist es. Da wollte ich hin. Hi. Da. Vorsicht, seltsame Kreatur. Umgang mit bla bla bla. Du kannst mich mal, Schild. Ich habe zwei Bomben gelegt, aus Versehen. Da wollen wir jetzt mal rein. Denn jetzt kriegen wir die tollste Nebenquest ever. Reden. Mama Mai Mai nennt man mich und einfach ist mein Leben nicht. Denn nicht umsonst heiße ich Mama. Ich hüte eine Hundertschar. Welch Glück, welch Unglück mir hier widerfuhr. Mein Fleisch und Blut, die ganze Tour verschwunden, ganz ohne Spur. Tausend Tränen muss ich weinen um meine 100 süßen Kleinen. O kleiner Mann mit großem Herz, beende Mama Mai Mais Schmerz, aber gerne. Tausend Dank, o großer Held, linderst das, was mich gequält. Und eines werd ich nun gewahr, knabenhaft erscheinst du zwar, doch was kommt, wird wunderbar. Hier nimm diese Karte an, mit ihr kommst du ganz schnell voran. Die Karte zeigt dir, wo sie sind, ganz ungefähr ein jedes Kind. Die Mai-Mai-Karte soll dich leiten und dir zum Glück den Weg bereiten. Um die Mai-Mai-Schar dir anzusehen, drückst du ihr Touchscreen-Emblem. So, und da sehen wir, da sind 8 oben links, 5, 7, 6, 5, 3, 8, 5, 3. Wir sehen natürlich nicht, wo sie genau sind, die müssen wir erst finden. Zahlen wirst du darauf sehen, die allmählich runtergehen, wenn du Mai Mais kannst erspähen. Verstehst du nun, oh kleiner Mann, wie dir die Karte helfen kann? Dann zögere nicht, du großer Finder, such mir die verschwundenen Kinder. Spitz die Ohren, lausch dem Weinen von den vielen armen Kleinen. Ja. Und jetzt hören wir genau diese Geräusche und können sowas hier zum Beispiel machen. Und Mai Mai sammeln. Du hast ein verwirrtes Mai Mai gefunden. Bring es zu Mama Mai Mai. Und vielleicht versteht jetzt der ein oder andere mein Twitter-Profil, wo drin steht, dass ich ein verirrtes Mai Mai bin. Halt, wir können es doch auch einfacher machen. Wir können es doch auch einfacher machen. Irene! Irene! Du hast eine Glocke! Du musst nicht so laut rufen! Meine Ohren klingeln jetzt. Nicht von der Glocke, sondern von deiner grässlichen Stimme. Ach, Irene. So, und genau hier werden wir im nächsten Part weitermachen. Aber erstmal holen wir uns dieses Mai Mai hier. So. Können wir hier noch irgendwas machen? Können wir nicht in die Wand rein? Können wir hier in die Wand rein? Nein. Aber wir können hier das hier machen. Und darunter ist ein Knopf. Auf den drücken wir und machen das Haus schon mal auf. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Und Tschüssikowski.